Ja, hallo. In diesem Video wollen wir uns mit dem Datentyp Short beschäftigen. Legen wir dazu einen Short-Datentyp an, Short-S. Und falls Sie sich jetzt hier wieder fragen, von wo bis wo der Short gilt, also welchen Wertebereich dieser Datentyp hat, schreibe ich den dann nochmal daneben. Und zwar von minus 32.768, was auch minus 2 hoch 15 entspricht, bis 32.767, was 2 hoch 15 minus 1 entspricht. Das jetzt zum Wertebereich. Suchen wir uns also eine Zahl aus diesem Wertebereich aus. Nehme ich jetzt einfach mal die 1000. Und der Short steht dafür kurz, denn es gibt ja noch zwei weitere Datentypen von Ganzzahlen. Und der Short befindet sich hier an zweiter Stelle nach dem Byte. Ja, und der Short reserviert im Speicher 16 Bit, also 2 Byte, und die Deklaration erfolgt mit dem Short. Das jetzt erstmal zum Datentyp Short und im Folgenden dann der Datentyp Integer. Okay.